Ja, meine Freunde, was geht ab? Boah, ich Xiaoni am Start aus Sonders war Mittwoch. Heute wartet ein Gildenkampf auf uns. Die neuen Monster wollen endlich benutzt werden, wie das klingt. Okay, also. Gildenkampf. Lydix Dark vs. Dark Atlantis. Ich glaube, wir haben schon mal gegen die gekämpft und ich glaube, es ist eine gute Gilde. Und wir haben auch noch nicht gewonnen. Das heißt, wir müssen. Gibt es einen Grünen? Kein Grün. Wir müssen die Gelben angreifen, was ich sowieso gemacht hätte, aber gut. 19 Schwerter sind noch übrig. Odin hat noch 2. Das ist gut. Okay, also ich hoffe, dass wir unserer Gilde den Sieg. Also wir können den Sieg nicht holen, aber ich hoffe, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Das heißt, 3 Wins, please. Okay, also. Ihr könnt wie eine Frage des Tages schreiben. Einfach in die Kommentare. Muss nichts mit Sounders War unbedingt zu tun haben. Fragt, was ihr wollt. Ich habe ein bisschen Angst hier vor. Okay. Bei den vorderen sind alle gleich gelb. Also ist eigentlich total egal, wen wir machen. Bei den +2ern ist der mehr gelb. Okay. The fuck? Dieses zweite Team. Sehr komisch. Okay. Und bei den +1ern ist der mehr gelb. Ich will nicht. Ich will. Okay. Ja. Fangen wir mit dem hier an. I don't know. Alles so hässlich. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Also. Ich habe gerade ein Team gesehen. Wir könnten irgendwas versuchen und testen. Der wird hier gerade angegriffen. Also könnten wir uns den Einser vorknöpfen. Bin mir nicht ganz sicher, wie es wird. Ja, wir werden es gleich herausfinden, ob wir es schaffen. Beginnen wir mit dem hier. Okay. Quatsch schon viel zu lange. K-Moon oder K-Man, wie auch immer. Theo und Usa. Was habe ich da oben für ein Team? Normalerweise benutze ich da Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Sollen wir diesmal auch Kupfer benutzen? Ja, ich denke schon. Aber Kupfer mit Wind Panda. Ja, das machen wir. Weil Immunity, dann bringen die Bomben von Ciara sowieso nichts. Wir hauen als erstes den kaputt. Danach arbeiten wir an Theomas und danach zum Schluss an K-Moon. Und wir haben sogar Heals durch den Wind Panda. Okay, gut, also. Wind Panda, wo bist du? Der ist ganz hinten, ne? Vorne müssten eigentlich dann eher die Dings sein. Ich habe Angst, dass ich irgendwann Wind Panda und Feuer Panda im Gegenkampf verwechsle und dass ich dann den falschen mitnehme. Erinnert mich bitte daran, dass ich dran denke. So, das ist. Ja, ich denke auch immer, ich nehme den falschen Horus. Unten. So komisch. Wir können natürlich Bella nehmen, aber. Der sichere Weg ist einfach Tiana. 100 pro Strip, also die kann nichts machen. Als nächstes denke ich, dass wir nehmen einfach Theomas Tessario, ne? Also hier benutzen wir jetzt nichts Neues, aber ich meine, easy game. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht. Wir könnten auch Laika nehmen. Sollen wir Laika nehmen? Ja, nehmen wir sogar Laika. Laika und unseren Tessarion. Ja, Laika mögt ihr sowieso, also von daher. Kein Theomas, sondern Laika. Alright, let's go! Ein Gildenmitglied. Bei mir in letzter Zeit ist das so verbuggt. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich greife an. Letztens war es so, den ganzen Gildenkampf überstand diese Nachricht und jeder hat im Chat nachgefragt, greift den einer an und es wahrscheinlich hat einer dabei einen DC bekommen oder so. Sehr komisch. Ich hoffe, das wird irgendwann gepatcht oder so, dass dann schon vorher ein Schild kommt. Shit, der hat den angegriffen. Dass vorher ein Schild kommt und der hat Attack Lies dadurch bekommen. Keine Ahnung, dass vorher so eine Information kommt, nicht ein Schild. Wird angegriffen. Oder gerade sucht einer ein Team aus oder was weiß ich, damit nicht so Probleme auftauchen. So, wir machen jetzt Defense Buff und dann snipen wir als erstes den rechten. Usa, get wrecked, 48.000. Er geht immer auf den, den ich dringend brauche, weil wir den Defense Buff brauchen. Oh, shit. Soll ich den Heal schon mal abmachen? No. No. Helf ihm. No. No. Oh man, ich hasse diesen Shit. Er hat auch noch Heal-Debuff drauf. Wir werden sehr wahrscheinlich gewinnen. I don't know. Aber Dings ist schon mal tot und ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich glaube, ich mache schon mal das hier. Oh. Ja gut, also er proc't ziemlich oft. Wir haben jetzt 2 Heal-Dingsbums auf ihm drauf. Ach, Wind Panda ist einfach so unglaublich gut. Ich liebe den. Aber wir haben ihn Immensity verloren. Ah, also kein Kupfer mehr heute. Wir brauchen noch nicht mal den Skill von ihr machen.
Also von Tiana, weil sie gederbt hat. Und dann arbeiten wir erstmal an Cutter. Und danach können wir das mit Tiana strippen und dann easy game. Ich mach sogar den ersten Skill, weil die davon stirbt. So, okay. Jetzt können wir Tianas dritten Skill benutzen. Mann ey, kein Kupfer mehr. Aber gut, vielleicht freut ihr euch, dass ich kein Kupfer mehr benutze, weil ich den so oft benutze. Aber der ist einfach so, so konstant, einfach so sicher. Der Monkey rackt wieder, wie immer. Überall Revenge und Stun. Aber okay, selbst wenn wir Tiana verlieren, wäre es kein großes Problem. Also für später. Ich hoffe einfach, na, keine Ahnung. Dann benutzen wir kein Kupfer mehr. Wir können trotzdem den Panda benutzen mit Emma weiterhin. Komm, lass meine Tiana am Leben. Ich habe zwar gesagt, ist egal, aber komm, lass sie einfach leben. Lass sie leben. Sie heilt sowieso jetzt, ne? Ja. Okay. Los, letzte Chance. No. Ah, egal. Zwei Einheiten verloren. Sieg für uns. Gut. Und die Einheiten waren jetzt nicht so weltbewegend. Hat kein anderer angegriffen. Habt ihr gesehen? Darky war schon vorher da. So komisch. Okay. Plus 3. Wir haben 2. Wir haben einmal den. Schon wieder Came und Shit. Und das zweite da. Ich denke, wir nehmen den und ich überlege was. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich machen sollen. Aber ich will es machen. Ja. Ja. Passt auf und seh zu. Das ist kein neuer Trick. Der ist schon älter, aber... Ja, ich hatte noch nie die Möglichkeit, den zu testen, weil ich die Monster nicht hatte. Aria ist hier nicht notwendig. Die ist einfach nur so da. Ja, aber seid gespannt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Das ist zum ersten Mal, dass ich den Test mache. Leute, die den Trick noch nie gesehen haben, denken so, the fuck, Heaven, rip. Es könnte sein, ja, weil ich muss erstmal rausfinden. Das Ding ist, die haben zwei richtig hart hittende DDs, also... Perna oder Theomaster, nicht Galeone, könnten meine Tilasha sehr beschädigen und das darf nicht passieren. Unten ist jetzt meine Sorge, was mache ich denn da? Oh shit, ich glaube ich nehme Windpanda, Emma, ja Windpanda, ist das Windpanda? Ja, Windpanda, Emma, ich zeige euch demnächst alle Runen, also keine Sorge, wir machen dann so ein New Toy Test Day, also Windpanda Test Day. Heute ist einfach nur so ein random Gegenkampf mit verschiedenen neuen Monstern. Windpanda, Theomas, Windpanda, Emma, wen nehmen wir noch? Wir könnten irgendwas mit Schildruhen nehmen. Oder wir könnten noch ein DD nehmen. Wäre gut. Wir könnten Malaka nehmen. Ich meine. Passt nicht wirklich dazu, aber warum nicht, ja? Ich meine, der macht vernünftigen Schaden, kann Bomben drauflegen. Ist es eine... Das ist eine sehr komische Kombi. Was nehme ich da überhaupt? Wir könnten auch, Bulldozer nehmen. Der könnte einfach auf den Kuma hauen, ja? Das ist nur ein Beispiel. Oder wir könnten auch Theomas nehmen. Der wird aber davon dann betroffen sein. Nehmen wir einfach da... Noch nie... Diese Teams habe ich noch nie im Leben benutzt. Wir werden rausfinden, ob es... Ich bin so gespannt auf das erste, das ist so... Oh, ich bin so gespannt. Mein armer Level 8er. bitte klapp. Okay, alles gut. No. So, belebt einen toten Verbündeten wieder. So, das ist das. So, jetzt mache ich das. Gut, der bekommt jetzt direkt seinen Zug. Ich mache nur einmal das. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen musste. Ist mir jetzt eigentlich egal. Vielleicht, ja, jetzt mache ich das da. So, und alles gut. So, jetzt greifen die... Ja, davor hatte ich Angst, dass das jetzt passiert, aber gut. Das ist gut. Mach einfach so. Greif nicht. Ja. Die sollen alle ihn angreifen. Sehr gut. Greift alle ihn an. Greift ihn an. Ihr sollt ihn angreifen. Los, greift ihn an. Sehr gut. Bekommt mehr Turns. Bekommt mehr Turns, greift ihn an. Das Shit, die sind zu slow. Normalerweise sind die viel schneller. Greift ihn an. Greift ihn an. Also quasi, die bringen sich selbst um, falls ihr es mitbekommen habt. Aber irgendwie, die sind zu slow. Nice, Perna. Proc. Yes, Proc nochmal. Nein, er bekommt jetzt, weil wir können das gleich hier machen. Deswegen ist es gut, dass wir da die Skill-Ups landen. Deswegen mache ich jetzt
Eigentlich, ich kann das machen, so zack. Und dann wird Perna ihn jetzt angreifen, aber das ist egal. So, jetzt stirbt er und dann kann ich den wieder reviven. So zack. So lustig einfach, es klappt wirklich. Nur der hat leider keine Max Skills, deswegen, ich brauche dringend Max Skills. Aber okay, dann war es das auch mit diesem Team. Aber ich denke, es hat gut geklappt. Wir hätten einen Turn einfach warten können. Hilfe. Wir hätten einen Turn. No. No. Los. No. No. Perna, you bitch. You fucking bitch. No. Die hat so oft geprockt, dass sie... Rip Hard Heaven. Okay. Oh my god. Oh shit. Shit, vielleicht hätte ich Aria sogar weglassen sollen. Diese verdammte Perna. Und wir können nicht... Er braucht einen Skill-Up und... No fucking way, you bitch. Okay, das Team klappt, aber Heaven hatte ein bisschen... Ihr seht jetzt, wie es normalerweise klappt. Aber fuck, ey. Shit. Natürlich kommt er jetzt, macht er jetzt nicht sein Harmless und wir kommen vorher zum Zug. Aber okay. Sollen wir die Bomben schon mal legen? Sonst haben wir... Ja, machen wir, legen wir schon mal die Bomben drauf. Wir machen Defense Buff. Natürlich hat der Kuma die resisted. Ach shit, das wäre so cool gewesen, wenn wir da jetzt wirklich gewonnen hätten. Und wir hätten eigentlich gewonnen. Aber nö. Nein, ich meine, Orion hat die Bombe resisted. Nicht Dingsbums. Und er stunt meinen Panda. Es war sowas von klar. Fucking piece of shit, Mann, heute. Ich teste die neuen Monster und die machen alles kaputt. Los. Ich hasse es. Stirb, Orion. Sehr gut. Okay, alles gut. Wir cleansen und dann arbeiten wir. Das werden wir hier gewinnen. Aber Mann, ey, ich wollte, dass das erste Team gewinnt. Wir hätten auch gewonnen. Vielleicht, ich muss dran denken, was habe ich falsch gemacht? Ich habe ihn zu früh wiedergeholt und er hat leider nicht Max Skills. Und die waren zu slow. Die haben keinen Speedbuffer leider gehabt und ich habe slow auf die drauf gesetzt mit Aria, was irgendwie doof war. Das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich wirklich nicht machen sollen. Die hätten sich weiter töten sollen und die Perna war einfach... Oh. Wir haben sie ja fast getötet, beziehungsweise wir haben sie getötet, nur sie hat ihr zweites Leben wiederbekommen. Diese Bitch. Na, aber es klappt auf jeden Fall. Wir haben es gesehen. Das machen wir nochmal demnächst. So, jetzt müssen wir hier einen angreifen. Machen wir das hier. Ehrlich gesagt, warum nicht nochmal das gleiche da unten? Ja, ich weiß, da ist eine Perna und so, aber egal. Egal, diese dumme Perna da oben. Beziehungsweise, was machen wir denn oben? Na, no. Sollen wir nochmal Cutter nehmen? Was können wir ansonsten nehmen? Irgendwas Neues? Haben wir irgendwas Neues, das wir da oben nehmen können? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Wir nehmen Cutter. Mal sehen, ob es klappt. Das werden wir dann herausfinden. Oh Mann, ey. Die schreckt mich so rüber auf. Das war so shit. Fast geschafft. Fast. Fast. Aber die Perna ist dann ein bisschen ausgerastet und gut. Ich hätte den nicht direkt reviven dürfen. Ich hätte warten müssen. Ja, und er braucht Skill-Ups. Leider ist es nicht da in den dritten Skill gerutscht. Die kann man sich ja im Shop kaufen, wenn die auftauchen, sind ja nur net 2 ist, aber okay. Ja, mal sehen, wir müssen Ladegel und dann auf Drultan, aber okay. YOLO, normalerweise bin ich ja immer so safe bei Gegenkämpfen, momentan bin ich in so einer Phase, hab einfach Spaß, Heaven. Und es ist eine gute Gilde, also, diese dummen Perna. Die hätten mehr auf ihn draufhauen sollen. Los. Sehr gut. Auch gut. Und noch besser. Epic. Okay. Das war gut. Aber leider bei dem plus 3er. Na. Okay, Willi. Der Orion ist slower the fuck. Bombe. Vielleicht prockt er ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Sehr gut. Hat nichts wirklich gemacht. So, wir können jetzt... Wir arbeiten an ihm. So, und dann bekommen wir jetzt Defense Buff. Alles gut. Normalerweise ist Emma schneller als der. Aber falls Dingsbums passiert, falls einer ihn angreift, bekommt er Attack-Leiste. Und deswegen ist das der Fall. Haha, Perna. So gut einfach nur.
So gut, okay. Ich denke, wir machen sogar. Ja, wir machen den Revenge ab. Zack, get wrecked, Perna. Kein Proc, schade. Schade. Attack Debuff, Glanz. Noch besser. Arbeiten wir erstmal an ihm. Revenge, überall Defense Break verteilt. Perfekt. Und wir glanzen jetzt Perna. Sehr gut. Auch wenn sie nicht Max Skills hat. So gut. Easy Game. Epic. Ich meine, wir hätten natürlich bei dem ersten eben auch was anderes machen können hier. Nur, ich wollte dieses Team testen. Ja, und es hätte fast geklappt. Normalerweise, das zweite Team sieht viel gefährlicher aus. Und hier dieses zweite Team, holy shit, hätte ich Angst gehabt. Aber Wind Panda, ja, nicht Wind Panda, Wind Panda. Aber hier dieses fucking piece of shit. Ist irgendwer im Shop? Bitte, komm. Komm, dieser, mein Elementar braucht noch diesen Skill-Up. Der braucht diesen Skill-Up. Der hat keine Runen, nichts. Der braucht nur noch diesen Skill-Up hier. Ja? Und dann, ich könnte mir vielleicht was überlegen. Ich könnte mir Dings nehmen. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie heißt sie? Habe ich die überhaupt? Ich glaube, ich habe die nicht. Eine Michelle, um das zu verlängern. Nur als Five-Star mitnehmen, einfach so. Ich habe keine Michelle. Doch, ich habe eine Michelle. Belebt einen Ton. Nein, hier. Verlängert die Zeit der vorteiligen Effekte und verkürzt die Zeit der schädlichen Effekte. Ja, also die Erholung, die Effektlänge wird dann erhöht. Das heißt, er hat dann das einen Turn mehr. Ich überlege nur, wen ich mit dem nehmen kann. Macht das nicht auch noch eine Himmelstänzerin Wasser oder so? Erholt die AP aller Verbündeter mit einem mysteriösen Tanz und verlängert die Zeit der vorteiligen Effekte. Ja. Ja, dann vielleicht kann ich ja die bauen. Wirft einen Fächer und greift an. Ja, dann kann ich vielleicht irgendwen angreifen. Keine Ahnung. Ich überlege mir was. Die könnte ich auf jeden Fall bauen. Und die kann man ja auch an anderen Orten einsetzen. Also warum nicht? Ja. Ja, dann nehme ich die mit beim nächsten Mal. Also normalerweise klappt's. Die waren zu slow. Beziehungsweise ich habe slow draufgepackt, ich Idiot. Und hab mit Aria gesleept. Sonst hätten die mehr getötet. Also Aria nehmen wir auf jeden Fall nächstes Mal nicht mit. Okay, gut. Dann werde ich die leveln. Gut, dann nehme ich die. Die finde ich nämlich cooler als Michelle. Ja, ich habe ja nicht gerade erst 6 Sixers gemacht. Aber okay, ich will ja, dass dieses Team klappt. Und wir werden es dann in den nächsten Tagen herausfinden. Beziehungsweise nochmal neu testen. Aber ich meine, die neuen Toys haben sehr gut geklappt. Ich war damit zufrieden. Abgesehen von diesem Shit hier war ich mit allem zufrieden, aber daran arbeiten wir. Mit der Miyang, glaube ich, ja? Schauen wir uns direkt mal eine gute Miyang an. Miyang. Wo ist Miyang? Hier. Eine gute Miyang. Mal sehen, ob einer eine gute Miyang hat. Sogar ein Deutscher. Die ist nicht wirklich gut. aber okay, ich werde die dann wahrscheinlich auf Gewalt ruhen. Ja, einfach auf Gewalt. Aber ich lasse die als Five-Star. Ja, ich lasse die als Five-Star sogar, weil die soll ja gar nicht viel machen. Ich will nur, dass die diesen Heal macht und dann kann die ruhig nichts weitermachen. Die sollen ja alle den einzelnen Elementar angreifen. Und mit den Max Skills ist dann der ab, wenn die dann nicht schon gestorben sind. Okay, perfekt. So, können wir die direkt erwecken? Sonst kommen wir direkt zur Frage des Tages. Erwecken, please. Wieso ist die Level 17? Ah, ich habe hier eine. Okay, dann nehme ich die Level 17er. Habe ich gerade gar nicht gemerkt, dass ich eine schon levele. Es war nicht extra, dass ich die da levele, aber okay. Dann werde ich mir die bauen. Und dann seht ihr die dann demnächst. Yay. Zack. Miyang. Amazing. Gut. Und dann habe ich genug 4-Stars, Shazoons und Miyangs, um die zum 5-Star zu machen. Und dann reicht das schon. Die braucht den auch gar nicht Max eigentlich. Weil die soll es nur einmal machen. Und in der Zwischenzeit kommt die sowieso so oft zum Zug. Und ja, perfekt. Okay, gut. Gut. So, ich hoffe. Okay, Frage des Tages. Ich wollte schon. Bin durcheinander. Dieser dumme Kampf, ey. Hätte fast geklappt. Aber jetzt seht ihr so ungefähr, wie es sein soll. Ich erkläre es nochmal ausführlich, wenn es dann klappt. So, Frage des Tages kommt von Julian K. Hashtag FDT. Heaven, könntest du vielleicht ein oder zwei. Jetzt mein Bildschirm ausgegangen. Ein oder zwei Videos machen, wo du einfach nur Account vorstellst und den Leuten dann Tipps gibt's. Wäre echt nice. So, die Frage wird immer und immer mal wieder gestellt. Sowas mache ich nicht, aber
wenn ich für einen beschwöre, könnt ihr immer irgendwelche Fragen dazu schreiben oder Tipps oder also sagen so, hey, ich habe Probleme mit Giants oder schau dir meine Aria an oder schau dir mein Net 5 an oder welches Monster soll mein Next Six da sein, woran kann ich arbeiten, Fragen. Könnt ihr immer bei Beschwörungen dazu schreiben, dann mache ich das gern, aber nur so Reviews sind dann für andere relativ öde, wenn ich nur auf einen spezifischen Account eingehe, deswegen immer bei Beschwörungen fragen. Wenn ihr denn Fragen habt. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Hätte fast geklappt, dieser Shit, aber daran werden wir arbeiten. Deswegen hole ich mir jetzt die Miyang. Habe ich einen, ja, der XP-Booster, den brauchen wir heute Abend. Den werde ich dann benutzen. Okay, haut rein, Freunde. Ihr seht's demnächst, ja? Wir werden nochmal sowas machen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life, yeah. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. Yeah.